Im letzten Video habe ich dir ja gesagt, dass ich den Fahrer jetzt auch weiter buchen werde. Warum? Ich mache eine kleine Rundreise. Also ich bleibe nicht nur hier in dem Ort, sondern ich fliege noch weiter nach Mesotho, genau zu einem Kinderzentrum und die sich einsetzen für arme Familien und arme Kinder. Und dann fliege ich noch weiter auf eine Insel und für diese ganzen Transfers nehme ich halt dann diesen Fahrer, weil der einfach super war und genau, auch, ja, Punkt. So, also in welchem Ort bin ich jetzt und warum möchte ich da was zu sagen? Und zwar ist mein erster Anlaufpunkt, wo ich jetzt hier bin, ist der Ort Pattaya. Und ich weiß, dass viele sagen, Pattaya ist der größte Puff der Welt. Das mag durchaus auch so sein. Und natürlich kannst du hier Knickknack machen und kannst irgendwie, keine Ahnung, Massagen machen mit Happy End. Nicht zu verwechseln mit meinem Slogan Music mit Happy End. Ne? Das ist, glaube ich, eine andere Art von Happy End. Hoffe ich zumindest. Gut. Und es gibt aber in Pattaya auch richtig coole Sehenswürdigkeiten. Also es gibt, ne, diesen Tempel hier, Sanctuary of Truth, also Tempel der Wahrheit. Der ist komplett aus Holz gebaut. Und das Hotel, wo ich bin, ist direkt daneben. So, und du hast so einen Blumengarten und du hast, ich kann halt gut shoppen hier. Na, bei Bangkok ist mir zu voll und in Pattaya, das ist nicht so weit weg von Bangkok, da sind die Preise auch super und ich kann halt auch gut shoppen, wenn ich was brauche. Das finde ich ganz cool. Und genau, und das finde ich halt ganz schön. So, und alles andere kann man machen, muss man aber ja nicht. So wie in Hamburg gibt es ja auch nicht nur die Reeperbahn. Oder in Malle gibt es, auf Mallorca gibt es nicht nur den Ballermann. So, und ich weiß, dass Pattaya auch immer mehr im Wandel ist. Sie wollen immer mehr machen für Familien und so. Und ich weiß aber auch, wenn ein Mann alleine nach Pattaya reist, das ist heiß zu Kummer. Der fliegt da nur hin wegen Knicknack. Gut, Menschen, die mich kennen, wissen mich einzuschätzen und ja, alles andere ist mir dann auch wurscht. Gut, also ich in diesem Ort angekommen. Genau, aber mit dem Hotel mache ich im nächsten Video, weil das ist richtig, richtig heftig und schau es dir bitte an.